Es ist soweit. Die letzten drei deutschen Atomkraftwerke sind vom Netz. Ganz Deutschland ist in hellem Aufruhr. 3, 2, 1. Yay. Yeah. Wobei nicht überall ist die Stimmung so überschwänglich gut wie bei der Gaudi-Gruppe Gorleben. Einige Politiker halten den Zeitpunkt für denkbar schlecht, wegen Krieg und so. Und auch die Leute, die dort arbeiten, sind traurig. Wir hängen an der Anlage, ich hänge an der Anlage, wir brennen für unsere Branche. Brennen. Also, wer weiß, vielleicht geht's ja doch irgendwann weiter. Wobei Physiker wie Harald Lesch so gar keinen Bock darauf haben. Das sollte uns auf der ökonomischen Seite sofort sagen, Finger weg, never again. Wie lustig der Ausstieg gefeiert wurde und wie CO2-arm Atomkraft im Vergleich zu Braunkohle wäre, jetzt. 3, 2, 1. Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. You have been the one. You have been the one for me. Strahlung. Genau wie meine Freunde. Überall energiegeladen und unsichtbar. Der Atomausstieg ist vollzogen. Zumindest erstmal. Das Thema hat die Medien ziemlich beschäftigt. Die Tagesthemen haben sogar live von ISA 2 gesendet, samt Anzeige auf dem Kühlturm. Und für den Gong haben sie extra zwei Brennstäbe aneinander geschlagen. Der Ausstieg war lange geplant. 2011 wurde er beschlossen. Allerdings finden den Zeitpunkt jetzt viele falsch. Immerhin ist Energiekrise und die AKW könnten wohl noch. Es tut weh, so eine Anlage abschalten zu müssen, wo man weiß, die könnte noch locker 10 Jahre laufen. Das ist wie, wenn man einen Spitzensportler, der immer noch in der Top 10 der Weltrangliste dabei ist, sagt so, du gehst jetzt an Isar Stausee zum Entenfüttern. Ne? Das sagt jedenfalls ein Mitarbeiter der Betreiberfirma Preußen Elektra. Und mal ehrlich, Preußen Elektra, was für ein toller Name. Aber Energieanbieter, wir haben da eher an eine Superheldin aus den 20er Jahren gedacht, die für Gerechtigkeit, Freiheit und eine sichere Stromversorgung zu attraktiven Vorteilskonditionen kämpft. Und ja, das ist das Originallogo für so einen Badass-Namen wie Preußen Elektra. Und ich meine, das geht doch nicht. Hey, Preußen Elektra. Ihr herrscht über Volt und Watt, ihr bändigt Atome, ihr tanzt auf den Grenzen der Physik wie Oppenheimer auf dem schmalen Grat zwischen Genie und Wahnsinn. Und deshalb gibt's hier von uns für euch ein passenderes Logo. So ein bisschen mit Preußengeschichte. Denn der Strom kommt nicht aus der Steckdose, der kommt aus der Weimarer Republik. Das Argument der Befürworter, die AKW könnten jetzt während der Umstellung auf erneuerbare Energie noch helfen, weniger Kohle zu verfeuern und so CO2 zu sparen. Weil Braunkohle erzeugt pro Kilowattstunde Strom um die 1000 Gramm CO2, Gaskraftwerke rund 430 Gramm und Kernkraft nur 32 Gramm. Außerdem geben andere Länder richtig Gas, was Atomkraft angeht. In Finnland ist erst jetzt ein neuer Reaktor ans Netz gegangen und in Europa ist Frankreich sowieso Spitzenreiter. In Frankreich gibt es bisher 56 Reaktoren an 18 Standorten. Jetzt sollen 6 weitere moderne Druckwasserreaktoren entstehen. Wir haben also trotz Atomausstieg noch ein Gau-Risiko. Manifikt euch halt! Und moderne Reaktoren sollen auch nicht mehr so viel unliebsamen Atommüll produzieren. Sie sollen mit einem geschlossenen Brennstoffkreislauf viel effektiver sein. Mit einer Füllung viele Jahrzehnte laufen. Und sogar Atommüll können sie verbrennen. Ihr Atommüll soll schon nach vergleichsweise kurzen 300 Jahren nicht mehr strahlen. Viele Gründe also, die eigentlich erstmal für Atomkraft sprechen. Atomkraft! 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 Doch ganz so einfach ist die Debatte nicht. Die innovativen Reaktoren sind nämlich so innovativ, dass es sie noch gar nicht wirklich gibt. Da gibt es ein klares Gutachten, dass diese gesamten sogenannten alternativen Reaktorkonzepte in 20, 25, vielleicht auch in 35, vielleicht auch erst in 50 Jahren überhaupt wirksam sind, wenn sie überhaupt funktionieren. Partitionierung und sogenannte Transmutation, also dass man den Müll dann entsprechend nochmal verändern könnte, das ist eine ganz heiße Geschichte. Unabhängig davon gibt es in Deutschland immer noch kein Endlager für den Müll, den wir eh schon haben. In diesen Hallen wird der schwach radioaktive Müll gelagert. Der stark radioaktive Abfall wird unterirdisch geparkt. Bis ein Endlagerstandort in Deutschland gefunden ist, kann es nach jetzigen Plänen bis 2068 dauern. Bis dahin hat die Halle 13 Augen und kann einfach weglaufen. Doch das dauert alles viel zu lang. Wir brauchen jetzt ein Endlager. Und Crystal Meth. Tja, und deswegen haben wir euch gefragt, wohin ihr denn den ganzen nuklearen Schlons verstauen würdet.
In euer altes Studio, das ist doch schon Asbest verseucht und kann das bisschen Atommüll auch noch aufnehmen, oder? Haha, pfiffig. Wir müssten da eh mal wieder vorbeischauen, um die Safari-Katze zu füttern. Und abgesehen davon, vor allem ist Atomkraft aber eins. Die Atomkraft ist eine verdammt teure Art der Energieerzeugung. Das sagen jedenfalls Atomgegner. Der Bund Naturschutz Schleswig-Holstein schreibt zum Beispiel: Eine Kilowattstunde Atomstrom kostet so bis zu 42,2 Cent. Die Windenergie liegt hingegen nur bei etwa 8,1 Cent. Jo. Dazu kommt, Atomkraft ist einfach krass riskant. Und das sag nicht ich, das sagt dieser Fachmann. Wie ist Atomkraft? Riskant. Gut, denn es gibt da ein echt großes Problem. Es geht um eine Technologie, die nicht versicherbar ist. Das alleine sollte uns allen sehr zu denken geben, dass es nicht eine Rückversicherungsgesellschaft auf der Welt gibt, die Versicherungsgesellschaften versichert, die Atomkraftwerke versichern. Es gibt nämlich niemand. Das sollte uns auf der ökonomischen Seite sofort sagen, Finger weg, never again. das ist ja mal ein richtig schönes deutsches Problem. Das kann man nicht versichern. Aber wir glauben, natürlich geht das. Man muss das denen nur richtig verkaufen und dann versichern die auch ein Atomkraftwerk. Ja, ja, den Meiler haben wir gebraucht, gekauft, ganz geringe Laufzeit und wirklich top in Schuss. Ich habe das Scheckheft, habe ich hier. Nee, Unfall-AKW, eher Unfällchen. Ich meine, das da am Turm, ja, das ist ein Hagelschaden. Genau, den Müll würden wir dann trennen. Löblich. Selbst die Atomkraft-Ultras aus Frankreich haben mittlerweile mit den Kosten zu kämpfen. Frankreich hat ja weltweit den höchsten Anteil der Atomenergienutzung. Das ist finanziell eigentlich ein Desaster. Die EDF, der große französische Stromerzeuger, ist so gut wie pleite, wird gestützt vom Staat. Mit ein Grund dafür sind die explodierenden Kosten für neue Kraftwerke. So wird beispielsweise der Bau des französischen Atommeilers in Flamanville auch wegen gestiegener Sicherheitsansprüche nicht wie geplant 3,3, sondern mehr als 15 Milliarden Euro kosten. Aber die Kosten sind kein Problem, heißt ja schließlich Frankreich. Viele der alten Atommeiler in Frankreich sind mittlerweile so marode, dass sie saniert werden müssen. Die Mängel wurden Ende 2021 entdeckt. 12 Reaktoren wurden daraufhin vom Netz genommen. Weil sich zudem rund 20 andere in Wartung befanden, waren 32 der 56 französischen Reaktoren außer Betrieb, mehr als die Hälfte. Das ist fatal! Bleibt also fragwürdig, ob wir uns in Sachen Energieversorgung Frankreich als Vorbild nehmen sollten. Insofern ist die Zukunft da offen in Frankreich und ich glaube schon, dass man auf das falsche Pferd gesetzt hat mit Atomenergie und das merkt man jetzt auch finanziell und man darf gespannt sein, wie Frankreich auf diese Misere reagiert. Atomkraft, buh! Strahl doch zu Hause, du alte Scheiße! Ach, Populisten hier. Was meint ihr? Atomausstieg richtig und wichtig oder unüberlegt? Und ihr sagt, ich hänge an der Anlage. Auf zum Atom. Abo mit einem Klick hier drauf. Hier kannst du einfach ein weiteres Video von uns gucken. Und darunter findest du Worldwide Wohnzimmer mit Kartoffelkönig Lars Klingbeil.